Willkommen bei Amnesia, in der Küche des Gefängnisses, die wir jetzt zu verlassen vermögen? Keine Ahnung. Wow, ich hör's. Ich hab's gehört. Da und oh Gott. Wow, verpiss dich. Ich nehme mal an, die Tür wird ihn nicht aufhalten. Okay, verstecken wir uns. Oh Mann. Oh Mann, lass mich hier hinter. Lass mich hier hinter. So. Ich benutze was als Waffe. Komm her. Wehe, der findet uns. Scheiße. Verpiss dich. Verpiss dich. Kann ich ihn nicht töten? Sieht er mich nicht? Kann es sein, dass er mich nicht sieht? Doch, er sieht mich. Was soll denn das? Ja, ganz toll. Wie soll ich jetzt bitte entkommen? Ich warte jetzt einfach mal hier, bis er mich hinterrücks niederschlägt. Also ihn mit Sekt zu bewerfen, bringt offensichtlich nicht viel. Nur, warum sieht er mich nicht, wenn er direkt vor mir steht und ich ihn mit Säcken beworfen habe? Ist jetzt nicht wirklich gegangen, oder? Ich trau mich nicht. Ich bleib hier einfach mal noch eine Minute so rumstehen. Lalalala, wie geht's uns denn? Uns geht's eigentlich sogar ziemlich gut. Er ist echt gegangen. Wie doof ist der denn? Ich meine, ich will mich nicht beschweren, ja, aber... Ist er noch da? Es wäre jetzt eine interessante Frage, ob er überhaupt noch da ist. Komm, wir gehen mal gucken. Er ist offenbar gegangen. Aber jetzt hat er mir die Tür hier zerschlagen, der Vollidiot. Warte mal, was muss man eigentlich machen? Fasssäure, exakt. Aber wissen wir schon, was wir damit anstellen können? Ich glaube, nein. So, da kamen wir her, richtig? Richtig, und hier ist zu. Das heißt, ab nach links. Und ich habe kein Bedürfnis, dem Kollegen gleich wieder über den Weg zu laufen, wenn ich ehrlich bin. Oh Mann, es macht sich Anspannung breit so langsam. Wow. Oh, fick dich, ey. Okay. So viele Kraftausdrücke wie in diesem Spiel sind, glaube ich, noch nie gefallen in einem LP von mir. Zellenbereich 3, ja, das dachte ich mir schon. Okay, zum Lagerraum. Wir haben ja nur gute Erfahrungen gemacht, was Lagerräume bisher angeht. Lagerraum und hier geht's Küche. Also hier rum. Och Mann. Aber der hat uns nicht gesehen, oder? Nein, aber uns geht's ja. Wir sind schon wieder total am Austicken hier. Okay. Und tschüss. Ah, hier gibt's jetzt. Hier gibt's mal wenigstens was. Well, it's for his own good. Okay. Dann les mal. 3. August 1839. I feel like I have fled the world and all its worries. Brandenburg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. Following the winding road leading to the gates gives the impression of discovering something forgotten, as if journeying with Marco Polo to the hidden Xanadu. Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man. He seems well-versed in worldly matters, and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite, and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brennenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot, and their behavior could only be described as skulking. Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. Ja, aber ob das unbedingt positiv geklungen hat? Let there be enough time. Ganz kurz, mal Ölstand checken, passt.
Wir kommen genau zur rechten Zeit. Das muss ja nicht heißen, dass das... Mann, oh, jetzt verpiss dich mal, du... Ah! Scheiße! Alter, das ist schrecklich hier. Oh nein. Ja, wir sind tot. Komm, töte mich. Oh. Klasse, oder? Okay, cool, aber wo sind wir jetzt? Hier waren wir offensichtlich noch nicht, weil hier ist Zeug. Ich muss sagen, das war gerade echt herrlich. Tür auf, oh nein, ich höre es knurren, Tür zu. Ach, hier ist hier. Ah, okay. Oh Mann, ist ja perfekt gelaufen. Ausgezeichneten Zustand, das heißt, hier werden wir sicherlich nicht damit durchkommen, oder? Ja, komme ich daran? Nein. Na gut. Oh Mann. Hier ist was. Oh, das sieht mir nach dem Glasbehälter aus, Freunde. Das sieht mir ganz wie ein Glasbehälter aus. Aber zuerst Zunderbüchsen. Und Glasbehälter, komm her. Jawohl, ja. Glas. Sehr schön. Und Öl. Na, wir werden wieder bestens ausgerüstet hier. Ich weiß nicht, ob das unbedingt positiv ist. Hier liegen wieder einen Haufen toter Ratten. Und die nächste Schwierigkeit besteht darin, zu der Küche zurückzufinden. Nicht schon wieder. Da gehe ich halt wieder zurück. Aber hier drin ist Licht, ne? Kann ich dich vielleicht davor schieben? Nein. Wie geht's uns denn? Schnittwunden, aber wir haben das Glas. Und wir haben vor allem Öl. Das heißt, jetzt gehen wir zur Küche zurück, füllen dann Säure in den Topf. Und was fangen wir dann mit der Säure an? Wissen wir das eigentlich schon? So, ich laufe jetzt einfach vorbei. Egal, ob hier so ein Typ auf uns wartet oder nicht. Hier war zu. Können wir mit der Säure das Schloss öffnen? Ja, wieso nicht? Okay, dann ab zurück zur Küche. So, die war hier links. Ja. Wenigstens hängen hier ein paar Schilder, sonst würde ich mich überhaupt nicht zurechtfinden. Hier entlang? Nein, hier bin ich falsch, oder? Wo komme ich denn hier hin? Na, mach auf. Ew. Unlecker. Ein Typ. Eine Leiche. Lecker. Okay, aber immerhin auch Öl. So hingehend hat sich das schon mal gelohnt. Und hier drüben. Why did he have to go in there? Don't go into burning houses. He should have known better. Okay. Das waren wohl die Erinnerungen des ehemaligen Insassen hier. Können wir hier hinten vielleicht irgendwas machen? Da ist auch nichts mehr. Okay. Wo kamen wir jetzt her? Wir kamen von der anderen Seite. Was ist hier drin? Oh, das müsste der Nachricht Nummer 3 sein. Dann gib mal her. 4th of August, 1839. The nightmares woke me in the early morning, and for a moment I forgot where I was. Shortly after, there was a knock on my door. Alexander had heard my screams and asked me to join him in the parlor. As we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. It seems like the orb I found casts a long and dark shadow. It's not only a powerful item, but a dangerous one. Simply by touching it, you invoke the powers within,
and if you are too weak to control it, it will devour you. The shadow is a sluggish thing, lagging behind the wielder, killing anyone or anything in its path to reclaim the orb. I said I didn't care about its powers and that I should throw it away. Alexander advised against this, as I'd still be a part of the path to the orb and eventually suffer death. Having the orb, I would at least have the chance to fight back when the time came. I asked Alexander what he meant when he said he could protect me, and he answered that things can be done, but at a price. Oh ja, die Geschichte nimmt ja mittlerweile echt epische Züge an. Ach, fick dich, ey. Gut, warten wir noch eine Minute. Uns geht's wahrscheinlich schon wieder kacke, oder? Nein, geht noch. Es ist ja tatsächlich so, dass wir also diese Kugel gefunden haben. Und dadurch, dass wir überhaupt einmal Besitzer der Kugel waren, werden wir jetzt also immer von diesem Schatten verfolgt. Und wir sind von Alexander hier eingeladen worden, weil er sagte, er könne uns helfen. Und ob das der Wahrheit entspricht, müssen wir noch herausfinden. So, Küche. Wo ging es denn jetzt hier nochmal hier zur Küche? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ah, Küche. Okay. Ach, hier waren wir gerade eben schon. Das heißt, wir müssen jetzt hier lang. Okay. Ja, Küche. Das ist immer richtig. Da ist... Dab, 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 dab. Dann müsste jetzt hier links Küche, oder? Küche? Vielleicht endlich mal? Jawohl, ja. Und wehe, hier kommt jetzt wieder ein Monster um die Ecke. Dann kriege ich aber einen Anfall. Scheint aber dem nicht so zu sein. Es sei denn, hier drin steht einer. Nein. Okay. Was denn? Wo denn? Wie denn? Wo? Ich sehe niemanden. Doch, da kommt... Ach, nicht schon wieder. Geh aus dem Weg, Schwein. Okay. Jetzt können wir ihn mit Schweinen bewerfen, wenn er uns zu nahe kommen sollte. Ich habe langsam die Schnauze voll von diesem Kollegen. Wahrscheinlich steht er gerade wieder direkt hinter uns und spannt ein bisschen. Diesmal werde ich mich nicht umdrehen. Wir sitzen ganz entspannt hinter den vier gerade am verwesenden Schweinekörpern. Und warten, bis sich Kollege Schnür schon wieder verzieht, um dann den Topf mit Säure füllen zu können, um dann das Schloss wegzuätzen. So weit konnte ich es bisher kombinieren. Aber wir kommen ja hier kaum dazu, irgendwas zu tun, ohne dass wieder so ein Typ hier auf uns aufmerksam wird. So, ich muss gerade mal leise sein, um zu hören, ob ich den Typen noch atmen oder laufen höre. Aber alles, was ich höre, ist, dass hier irgendwo ein Feuer brennt. Okay, er ist weg. Perfekt. Na dann. Glasbehälter. Komm. So, wir haben ein zweites Mal ein Glas mit Säure. Das hatten wir ja schon mal. Im dritten Part, glaube ich, haben wir das mal gebraucht, um das bisschen Rotz wegzuätzen, sonst das Weiterkommen verhinderte. Können wir dieses Schloss damit auch aufmachen? Nee, das wäre Blödsinn, weil da kommen wir ja her. Dann würden wir nur wieder zurückgehen. Das brauchen wir ja nicht. In den Lagerraum wollen wir. Am besten ohne weitere Begegnung mit dem Kollegen. Also wäre wünschenswert. Lagerraum. Lagerraum. Und dort nach hinten. Beeilung, es gibt keinen Grund zurückzuschauen, Daniel. Dort war's, richtig? Ja, sehr schön. Auf Anhieb hingefunden. So, ich hoffe, das klappt jetzt auch. Was? Ausgezeichneten Zustand. Aha. Nochmal. Es würde nichts bringen. Habe ich ja von Anfang an gesagt, dass Säure auf Schloss sich nicht unbedingt plausibel anhört. Hier war nichts mehr, nicht wahr? Nein, Lagerraum ist abgeschlossen. Toll, jetzt heißt's auf die Suche gehen nach irgendwas, was wir brauchen können.
will nicht glauben, dass es nichts bringt. Das muss was bringen. Ich habe ein Glas Säure dabei. Ach komm, leck mich doch, ey. Okay. Also alles nochmal durchsuchen. Hier gab's nichts. Hier drüben gab's auch nichts. Ja, jetzt müssen wir drauf aufpassen, weil Öl und so, ne? Wobei, eigentlich könnte ich es ja fast schon ausmachen. Kann ich mich vielleicht hier nach unten ätzen? Das glaube ich zwar auch nicht, aber probieren wir es halt mal. Kann nicht angewendet werden. Gehen wir mal die Richtung. Ja, das ist jetzt blöd. Lagerraum. Da geht's wieder zur Küche, oder? Ja. Okay, dann wird, da will ich jetzt nämlich da wieder hin. Dann machen wir uns jetzt eben doch das Tor auf, das uns wieder zurückführen würde. Vielleicht klappt es ja damit. Oder wir können das hier aufätzen. Nein, können wir das hier? Nein, sag mal. Es würde nichts bringen. Ja, scheiß doch die Wand an. Was soll denn das? Okay. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir machen die Taschenlampe aus. So, hier würden wir mit Säure auch nichts anfangen können. Nein. Zellenblock 3. Dann gehen wir jetzt nach links. Und gucken mal, ob es hier irgendwas gibt. Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir auch schon. Aber ob uns das was bringt? Da haben wir einen Stuhl. Waren wir hier schon? Hier waren wir noch nicht, oder? Zum Zisterneneingang. Sehr schlechter Zustand. Okay, dann machen wir das Ganze jetzt hier. Na, also, hat doch noch geklappt. Und jetzt das hier? Wunderbar. Verpiss dich, Tür! Verpiss dich, Tür! Rein und weg! Oh! Die dunklen Türme Brennburgs ragten über die Baumwipfel hinaus und ihre Umrisse zeichneten sich im schneeweißen Mondlicht ab. Aus irgendeinem Grund war er traurig. Die Psychomusik kann aufhören. Never. Okay. So you used the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Das heißt jetzt für uns Gegenmittel finden, habe ich das richtig verstanden? Weil wir sind offensichtlich in der Kanalisation, das sieht man ja wohl. Da haben wir schon mal einen Hebel. Hebel klemmt. Kann ich da einfach Öl drauf anwenden? Ah, so können wir das auch auffüllen, das ist ja interessant. Ist doch egal, komm, dann schmeiß einen Stein drauf, Daniel. Hat es was gebracht? Nein. Okay, das heißt, wir brauchen Öl. Die große Tür wird vermutlich nicht aufgehen. Das dachte ich mir schon fast. Ja, und... Aber anders kommen wir da auch nicht hoch, oder? Das heißt, als erstes dann nach unten, nehme ich an. Hä? Ah, schau mal an. Ein Glas und Öl. Na, perfekt. Aufgenommen, Glas Öl. Das heißt, jetzt können wir das hier wohl ölen, oder nicht? Sehr schön. Okay. Dann. Alter. Ja, das wurde jedoch durch den Einschlag beschädigt. Das heißt, wir machen das Ganze jetzt noch zweimal, oder? Und runter. Jawohl, das passt doch. Und noch einmal hoch. Komm her. Hebelchen. Hebel. Und ein letztes Mal, hoffe ich. Wunderprächtig.
Bevor wir wieder hochgehen, gucken wir uns mal hier unten um. Ölabfluss, ja. Hier gibt es vermutlich doch auch irgendwas. Nämlich Wasser. Wasser ist zu tief, um sich zu durchqueren. Das haben wir, kann das jetzt immer drin. Wasser abgelassen. Okay, Wasser ablassen. Das bedeutet, der einzigste Weg, den wir noch beschreiten können, ist also die Leiter nach oben. Dann machen wir das mal. So, und hier verabschiede ich mich für heute. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann gebt einen Daumen hoch und lasst bitte fleißig Kommentare da, wie es euch gefallen hat und was ihr eventuell anders erlebt habt. Weil ich habe ja gehört, dass die Monster unterschiedlich spawnen. Habe ich gehört. Beziehungsweise gelesen. Da könnt ihr mir ja mal erzählen, ob das bei euch ähnlich war und wie auch immer. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich mache jetzt zu Ende für heute, weil ich heute tatsächlich mal noch was anderes vorhabe, außer Let's Play. Dann würde ich sagen, bis dahin und tüdelü.